herzlich willkommen zu einem neuen Weekly Vlog. Die Jenny und ich sind gerade auf dem Weg in den Wald, weil wir nämlich ein paar Fotos machen wollen. Wir haben das Stativ dabei, wir haben ganz viel Zeugs dabei und wir gucken gleich mal, was das so für schöne Fotos geben. So, ich bin wieder zurück von unserem Holi-Shooting. Man sieht es ein bisschen noch im Gesicht. Ich werde mich jetzt gleich auch erstmal abschminken. Heute steht nämlich noch ein bisschen PC-Arbeit an. Da setze ich mich jetzt gleich dran, die Fotos einmal rüberschieben und so. Und ich räume aktuell mein Bücherregal auf. Auch damit mache ich gleich weiter. Und dann bin ich, denke ich, mal ordentlich beschäftigt heute. Hi ihr Lieben, an einem Dienstag. Ich habe ziemlich coole Post bekommen und das wollte ich mal mit euch teilen. Nämlich von der Magischen Akademie Loretal. Das ist eine coole Kickstarter-Kampagne, die ich sehr gerne unterstützen möchte, indem ich sie euch mal zeige. Und zwar habe ich hier einen Immatrikulationsbescheid für die Magische Akademie bekommen. Die auch natürlich unterschrieben ist. Finde ich richtig, richtig cool. Dann habe ich einen zweiseitigen Brief über die Akademie und alles drumherum bekommen. Also wie so ein Hogwarts-Brief quasi. Ich kann euch ja hier mal den ersten Abschnitt vorlesen. Liebe Lea, ich gratuliere Ihnen zur Aufnahme an der Loretal Akademie. Sie haben sich für ein Studium an der altehrwürdigen Donnerschild-Fakultät entschieden, an der wir die Zauberkunst lehren. Ihre wichtigsten Eigenschaften sind demnach Mut, Treue und Abenteuerlust. Das kann ich so total unterschreiben. Dann habe ich hier noch eine Wegbeschreibung drin. Das ist richtig cool aufgemacht. Und noch eine Literaturliste. Ich finde es mega genial gemacht. Also ihr könnt ja gerne mal die Kickstarter-Kampagne euch angucken. Das ist unter kickstarter.com/project/homunculus-spiel/magisches-Briefe. Ich blende es euch auch nochmal hier in Ruhe ein. Oder ihr geht direkt auf die Homepage, die ist ein bisschen kürzer, das ist einfach magischebriefe.de. Ihr könnt das auch auf Facebook auschecken, auf Instagram und so. Ich finde die Idee mega. Ja, und ich freue mich einfach total auf diese Aktion, finde ich echt gut gemacht. Ja, heute ist Dienstag, das heißt, dass morgen mein Buch vorbestellbar ist, Love with Pride. Die Patreons kriegen heute um 17 Uhr schon das Cover und den Klappentext und morgen kann man theoretisch ab morgens den Titel vorbestellen. Ich bin unfassbar aufgeregt. Mir geht total die Pumpe. Also mal schauen, wie das so wird. Ich werde euch morgen auch noch ein bisschen mehr erzählen, wie das jetzt mit Vorbestellen, Buch, wo, wie, was und so alles zusammenhängt. Ja, keine Wörter. Bis morgen. Hallo an einem Mittwoch. Heute ist ein sehr aufregender Tag, denn heute ist quasi ja mein Buch überall einsehbar. Ich habe euch ja schon im letzten Vlog den Titel revealed, Love with Pride. Und jetzt kommt hier das Cover. Oh mein Gott, das ist so schön. Ich liebe es so sehr. Das hat der gute Alexander Kopanski gemacht und es ist so, ach, er hat das so gut gemacht. Unfassbar. Und ich bin einfach total fertig, weil ich heute dann das Cover zeigen durfte auf Instagram und auf Twitter und sowas. Und ich packe euch unten auch übrigens in die Infobox noch den Link zu Thalia. Da könnt ihr direkt bestellen, wenn ihr möchtet. Würde mich natürlich sehr freuen. Ja, es wird auch noch eine Signieraktion geben, aber dazu kann ich jetzt in dem Moment noch nichts sagen. Das ist halt einfach noch zu weit hin. Das Buch erscheint übrigens am 25.08., also schon echt bald. Es ist gerade im Lektorat. Ich warte darauf, dass es zurückkommt sozusagen. Und ja, das ist momentan der Stand der Dinge, Leute. Ich habe heute einen ganz ruhigen gemacht. Ich habe ein bisschen gearbeitet und vor allem habe ich gelesen. Ich bin momentan wieder im Buffy-Fieber und lese gerade Slayer. Ja, es macht richtig Spaß. Das spielt nach der 8. Staffel, also nach der Serie, kommt ja die Comic-Reihe und die Comic-Reihe ist ja auch in Staffeln unterteilt und eben nach der 8. Staffel spielt das. Ist aber auch super alles erklärt, wenn man keine Ahnung hat, was in den Comics halt abging und so. Ja, und jetzt sitze ich hier noch ein bisschen und lese noch was. Guten Morgen, ihr Lieben, an einem Freitag. Ich habe hier meinen Kaffee und es ist jetzt 10:30. Heute steht auf dem Plan, dass wir auf jeden Fall Grisha gucken.
Dann das Finale von The Falcon and the Winter Soldier. Um 14 Uhr werde ich wandern gehen. Und dann steht heute noch Dungeons and Dragons auf dem Plan. Ihr seht, ich konnte mir heute ein bisschen frei machen. Ich habe jetzt gerade noch ein bisschen gearbeitet. Das, was halt wichtig war. Und ich wollte euch noch was zeigen. Erstmal einen Schluck Kaffee. Ich habe nämlich Post bekommen von Aleppo Soap von Charabati Eka. Und ich finde es total cool, weil ihr wisst ja, dass ich ja auch so voll der Lush-Fan bin und so. Deswegen interessieren mich Seifen total, vor allem wenn die natürlich sind. Ich zeige euch mal, was da drin war. Das sind alles handgemachte Seifen aus Oliven- und Lorbeeröl. Und so sieht's aus. Ich hole sie mal raus. Oh mein Gott, hier sind gleich mehrere drin. Boah, die riechen richtig gut und richtig natürlich. Finde ich total klasse. Da ist 10% Lorbeeröl drin. Dann haben wir eine mit 15% Lorbeeröl. Oh, das kommt mir gleich ein Stückchen entgegen. Die sieht dann so aus. Das ist ein bisschen eine größere. Riecht so krass einfach. Gibt es hier noch eine mit 1% Lorbeeröl? Ich finde auch dieses minimalistische Design mit dem Logo halt total cool. Das gefällt mir einfach mega gut. Die riecht bisher am besten, finde ich. Und dann haben wir noch eine mit 40% Lorbeeröl. Das sind auch wieder zwei Seifen. So sieht's aus. Wow, die riecht auch richtig intensiv. Ich freue mich schon total darauf, die auszuprobieren. Ich liebe natürliche Seifen und handgemachte Seifen. Das ist einfach mega. So, und dann war noch das hier dabei. Da habe ich am Anfang ein bisschen gerätselt, was das ist, bis ich mich auf der Website mal genauer umgesehen habe. Seht ihr das? Das sind nämlich so... Es ist gar nicht so einfach, euch das zu zeigen, ohne den kompletten Inhalt auf mir rauszuschütten. Das sind so Flocken. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum sind das denn so Seifenflocken? Das ist dazu da, dass man die in die Waschmaschine packen kann. Das finde ich total geil. Eben weil das 100% alles natürlich ist, kann man das auch in die Waschmaschine packen und das als Waschmittel benutzen. Ich finde das Hammer. Es gibt auf der Website auch noch ein paar mehr Produkte mit unterschiedlichem Lorbeerölgehalt. Könnt ihr einfach mal auschecken. Ich werde euch den Link auch nochmal in die Infobox packen. Falls ihr euch auch für natürliche Produkte interessiert, so wie ich, dann guckt da einfach mal rein. Einen wunderschönen guten Morgen an einem Samstag. Ich habe gerade richtig coole Post bekommen. Und zwar eine Die Nacht der Acht Box vom Carlsen Verlag. Und ich dachte, wir gucken da jetzt einfach mal zusammen rein, was da alles so Schönes drin ist. Also erstmal Krüsselspapier in Massen. Was ist das? Smoke Fountain Red. Ist das so... Oh mein Gott, ich weiß, glaube ich, was das ist. Das zündet man hier oben an und dann gibt es so eine rote Fontäne, also so ein Feuerwerkskörper ist das. Richtig cool. Dann ist hier noch eine Die Nacht der Acht Kaffeebecher-Dinges. Thermobecher, das war das Wort, was ich gesucht habe, Leute. Dann, was haben wir hier noch? Oh, was ist das denn? Das sieht ultra fancy aus und ich glaube, das kann man aufmachen. Das ist ein Kompass, Leute. Guckt mal. Wie cool ist das denn? Mega. Voll begeistert. Und dann ist hier natürlich... Tada! Auch noch das Buch drinne. Ich habe das Buch schon vorab lesen dürfen und ich werde euch natürlich auch noch im Leserückblick dann sagen, wie es mir gefallen hat und so. Es ist ein spannender Horror-Thriller, in dem es darum geht, dass eine Gruppe von Jugendlichen in einer Villa abgeschieden Party machen will und die spielen quasi, wer Angst hat, muss trinken. Und nach verschwinden immer mehr Leute von dieser Gruppe. Ist total geil. Und ich moderiere momentan die Lovely Books Leserunde dazu. Das freut mich total, dass ich das machen darf für den Carlsen Verlag. Und es wird noch eine Nacht der Acht Aktion geben. Da werde ich in Leverkusen nämlich 10 Exemplare für euch verstecken. Also falls ihr in der Nähe von Leverkusen wohnt, solltet ihr mal auf jeden Fall meinen Instagram-Kanal im Auge behalten. Da werde ich nämlich mehr darüber erzählen. Und ich glaube, das ist schon am
Donnerstag, also für euch jetzt den Donnerstag, wenn ich die Bücher verstecke. Was ich euch schon mal sagen kann, das E-Book gibt es momentan für nur 4,99 Euro. Also falls ihr reinlesen wollt, ist das jetzt perfekt quasi. Und am 29. April bin nicht nur ich diejenige, die Bücher versteckt, sondern insgesamt 240 Exemplare werden in ganz Deutschland in der Nacht der Acht versteckt in kompostierbaren Tüten. Und ich freue mich halt schon total darauf. Das ist eine mega geile Aktion zu einem super Buch. Ja, was kann ich euch sonst noch so erzählen? Heute ist wie gesagt Samstag. Ich bin ausnahmsweise ganz alleine in der WG. Die Jenny ist weg, der Jan ist arbeiten. Und bin noch am Überlegen, was ich heute so mit meinem Tag anfange. Gestern haben wir Dungeons & Dragons gespielt, ich war wandern, es war total schön. Und mir geht's gerade richtig, richtig gut, weil ich einfach happy bin, dass jetzt Wochenende ist und ich Zeit für mich habe. Und ich bin jetzt am Überlegen halt, was ich noch heute mache. Wir haben nachher noch ein Online-Treffen mit Freunden. Und das ist aber erst um 19 Uhr, glaube ich. Das heißt, ich habe bis dahin halt noch Zeit, mir zu überlegen, was ich machen will. Ich habe jetzt gerade im RPG alle meine Posts geschrieben. Das heißt, das ist auch schon mal erledigt. Dazu habe ich ja immer nur am Wochenende Zeit. Dann könnte ich theoretisch am Cosplay arbeiten. Das wäre eine Möglichkeit. Oder ich lese heute ganz viel. Ich habe Bock, mein Buch zu beenden. Ich lese ja momentan Slayer, das Buffy-Buch. Und ich müsste noch den dritten Grisha-Band beenden. Wir haben gestern Shadow and Bone auch schon angefangen. Finde ich bisher richtig, richtig gut. Also absolut genial gemachte Serie. Und es wäre ja vielleicht nicht so verkehrt, wenn ich den dritten Band dann auch noch lese, bevor wir weitergucken. Wir können ja heute nicht weitergucken, weil wie gesagt, die WG nicht da ist. Ja, und wir haben auch das Finale von The Falcon and the Winter Soldier gesehen. Das fand ich auch ganz gut. Also ich fand die Serie insgesamt sehr solide. Ich habe mir gewünscht, dass es ein bisschen mehr um dieses Rassismus-Thema halt geht, weil ich das wahnsinnig wichtig in den Comics finde. Und ich fand jetzt, dass das nicht so wahnsinnig relevant in der Serie war. Das hätte ruhig noch mehr angeschnitten werden können. Und ich fand Simo klasse, ich fand die Art und Weise, wie es erzählt wurde, klasse. Aber es war nicht so gut wie WandaVision, da kommt es halt leider nicht dran. Liegt auch daran, dass ich einfach ein großer Scarlet Witch-Fan bin. Aber war eine solide Sendung, hat Spaß gemacht, hat mich unterhalten, tolle Marvel-Action und so. Und ich fand auch den Plot-Twist am Ende total geil. Werde ich euch natürlich jetzt nicht verraten, welcher, für alle, die es noch nicht gesehen haben. Also könnt ihr jetzt wegbingen, falls ihr die Serie noch nicht gesehen habt. Lohnt sich auf jeden Fall.